Herzlich willkommen. Ich bin Claire Schäfer. Heute werden wir uns ein paar meiner Lieblingsschneidetechniken ansehen. Einige werden neu sein, während andere vielleicht alte Favoriten sind. Ich habe sie als Geheimnisse bezeichnet, aber sie sind in der Haute Couture Branche wirklich gut bekannt. Ich bin der Autor mehrerer Bücher über Couture und Couturschneiderei. Fangen wir mit ein paar Gestaltungsideen an. Diese elegante Chanel-Jacke stammt aus den 1970er Jahren. Die Schrägbandeinfassung besteht aus demselben Stoff, allerdings auf der falschen Seite. Dieser Stoff ist sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite besonders schön. Diese atemberaubende Felleron-Jacke ist eines meiner Lieblingsstücke. Mir gefällt besonders die Platzierung der Pflanzen an Kragen und Revers. Beachten Sie die vordere Mitte. Sie befindet sich am Rande des dominanten Plättstreifens. Yves L. Ehrand war dafür bekannt, Techniken der Herrenmode für Frauen zu adaptieren. Der Kragen wird mit geradem Fadenlauf in der hinteren Mitte geschnitten, und die Rückenteile werden so zugeschnitten, dass sie mit dem Kragen übereinstimmen. Dies ist eine Maßregel für Männer und der Grund dafür, dass man die hintere Mitte nach dem Zuschnitt des Stoffes nur selten ändert. Diese Jacke ist in der hinteren Mitte zu kurz, weil die Schultern der Kundin abgerundet sind. Wenn Sie eine Figur mit diesem Problem anprobieren, müssen Sie das Schnittmuster korrigieren, bevor Sie den Stoff zuschneiden. Eine Lösung besteht darin, vor dem Zuschneiden des Stoffes eine Rückenpasse hinzuzufügen. So können Sie einen Abnäher in der Naht an beiden Enden der Passe verbergen. Eine Passe ist nicht für alle Stoffe ideal aber für viele Figuren kann sie die beste Lösung sein. Als ich eines Tages Richard Anderson, einen Civil row tailor besuchte, fragte er mich, was mit diesem Morgenmantel los sei. Ich wusste es nicht. Dann sagte er mir, dass das Plätt auf dem Kopf steht. Wussten Sie, dass Plätts ein Ober- und ein Unterteil haben? Dieses Geheimnis stammt von Henry Poole. Ein anderer Schneider aus der Seville Row hat die falsche Seite des Stoffes mit weißer Kreide markiert, damit man die richtige und die falsche Seite schnell unterscheiden kann. Dies ist eine Stepptechnik von Chanel, die aber nicht exklusiv für Chanel ist. Dieser Anzug befindet sich in der Sammlung des Museum of the City of New York. Die Absteppung des Kragens wurde genäht, bevor der Kragen gefüttert wurde. Dies ist nicht ungewöhnlich, da es einfacher ist, weniger Lagen abzusteppen, und für dieses Design würden sie verschiedene Fäden auf dem Boden und der Nadel benötigen. Diese Stepptechnik für die Taschen unterscheidet sich leicht von der des Chanel-Kragens. Dies ist die E-Celeron von 1978. Die Tasche wurde abgesteppt, bevor sie auf die Jacke genäht wurde. Bei Couture werden die Taschen mit falschen Seiten zusammengesetzt. Die Taschen werden zusammengesteckt. Die Nähte und der Saum werden um die Einlage gewickelt. Sie können die Tasche vor oder nach dem Einnähen des Futters absteppen. Ja, es ist viel Handarbeit, aber Sie werden mit dem Ergebnis zufrieden sein. Hier ist die Innenseite der Jacke. Nachdem die Tasche aufgenäht wurde, wurden zwei Reihen Kreuzstiche verwendet, um sie dauerhaft zu vernähen. Diese Taschen wurden viel benutzt und nie repariert. Bevor wir diese Tasche verlassen, beachten Sie, dass sie an der Öffnung von der Jacke absteht. Die Tasche ist ein Viertelzoll bis einen halben Zoll breiter als der Körper der Jacke. Der Gleichgewichtsabnäher ist ein weiteres Geheimnis, das ich von dieser Jacke von Eve Celeron gelernt habe. Der Abnäher ist zu schmal, um aufgebügelt zu werden, deshalb wurde ein Streifenschrägflies an den Abnäher genäht. Dann wurde der Abnäher in eine Richtung gebügelt und die Einlage in die entgegengesetzte Richtung auf die rechte Seite der Jacke. Der Abnäher ist glatt, ohne einen Steg an der Nahtlinie. Die Taylor US bei Richard Anderson hat einen Streifen aus eigenem Stoff eingefügt, um den Abnäher auszugleichen. Die Nahtlinie ist mit Kreide markiert. Wenn Ihnen das Feststecken unangenehm ist, können Sie jederzeit heften. Beachten Sie das kleine Dreieck an der Reversspitze. Die Polsterstiche im Dreieck sind kürzer und liegen enger beieinander, damit sich die Reversspitze nicht aufrollt. Die Polsterstiche sind verknotet. Manche Schneider verwenden keine Knoten. Sie haben die Wahl. Ich verwende diese Technik häufig, um die Ecken zu bändigen, nachdem die Nähte gebügelt und versäubert wurden. Ich falte die Nahtzugaben jeweils einzeln und nähe sie flach, damit sie nicht klappern, wenn ich die Ecke nach rechts wende. Dies ist die Laschasjacke aus den 1940er Jahren. Der Schneider bei Hardy Amy's hat mir erzählt, dass Ihre Majestät, die Königin, dieses Detail mag. Fügen Sie eine kleine Paspel ohne Umrandung in einer Kontrastfarbe zwischen dem Besatz und dem Futter ein. Nachdem der Besatz an das Vorderteil genäht ist, nähen Sie die Paspel mit Laufstichen fest. Schließen Sie dann das Futter mit Gürtelstichen oder Schlupfstichen ab, je nachdem, was Ihnen besser gelingt. Knöpfe, die sich bei einer doppelreihigen Jacke nicht schließen lassen, hängen häufig durch, wie bei dieser Valentino Jacke. Hier ist ein Tipp, wie Sie hängende Knöpfe korrigieren können. Ich habe dies von einer seville Schneiderin bei Hansmann gelernt und Sie können sie bei der Arbeit an einer Jacke sehen. Bohren Sie mit einer Ahle ein Loch und führen Sie den Knopfschaft von der rechten Seite ein. Fädeln Sie ein schmales Stück Futter oder Band durch den Knopfschaft. Nähen Sie die Enden des Futters zusammen und schneiden Sie den Überschuss ab. Dieses Geheimnis konzentriert sich auf die Formung der Ärmelkappen. Tun Sie dies, bevor Sie sie in die Jacke stecken. Legen Sie eine Reihe kurzer. Einfacher vorstiche direkt innerhalb der Nahtlinie an. Wenn Sie mit der Hand keine wirklich kurzen Stiche machen können, verwenden Sie eine Nähmaschine. Ich stelle die Nadelspannung etwas niedriger ein und verwende eine normale Stichlänge. Wenn Sie einen langen Stich verwenden, erhalten Sie häufig kleine Falten. Ziehen Sie die Heftnaht hoch. Stecken Sie den Ärmel mit der falschen Seite nach oben auf ein Ärmelbrett oder eine Bügelhand. Befeuchten Sie die Ärmelkappe mit dem Tupfer oder Schwamm. Drücken Sie, um die überschüssige Fülle zu entfernen. Ich drücke über die Leichtigkeit heften etwa einen Zoll in die Kappe, aber ich habe gesehen, dass Sie so viel wie zwei Zoll in die Kappe drücken. Wiederholen Sie die Feuchtigkeit und das Pressen nach Bedarf, bis Sie eine schön geformte Mütze haben. Wenn Sie die Ärmel nicht fixieren wollen, Stopfen Sie sie sofort mit Papiertüchern aus, damit sie ihre Form behalten. Diese Jacke von Yves Saint Laurent stammt aus den 1980er Jahren. Die Einlage stützt die Ärmelkappen, sodass sie am oberen Ende des Arms nicht zusammenfallen. Ich bevorzuge eine schräg geschnittene Einlage. Die Einlage reicht hier bis zum unteren Ende des Armlochs. Kann aber auch nur bis zur Mitte des Armlochs oder etwa einen Zentimeter unterhalb des Armlochs reichen. Der Ärmelkopf ist hier aus Schafwolle, die jetzt sehr schwer zu finden ist. Ich habe diese Einlage sowohl beim Nähen von Kleidern als auch beim Schneidern verwendet, damit die Ärmel besser aussehen. Ich habe Ihnen diese Valenciagerjacke schon einmal gezeigt. Aber die Kragenkonstruktion ist so einzigartig und so einfach, dass ich sie unbedingt noch einmal zeigen muss, und ich werde sie Ihnen wahrscheinlich auch noch ein anderes Mal zeigen. Der Kragen beginnt mit den falschen Seiten zusammen, dann werden die Kanten und Ecken bearbeitet. Ist das nicht einfacher, als ihn rechts auf rechts zu verkaufen und zu wenden? Wir sind heute am Ende unserer Schneidergeheimnisse angelangt. Ich hoffe, sie haben Ihnen gefallen. Wenn Sie noch kein Mitglied meines Kanals sind, werden Sie Mitglied und kommen Sie an einem anderen Tag wieder. Ich freue mich darauf, Sie dann zu sehen.